one is gonna feel alright. Feet on the ground, but I just wanna fly. Sing it out aloud until our engines die. Hey babies. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Zara Mira. Hallo. Also egal was ich mache, es wird immer falsch sein, deswegen hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Magst du auch was sagen? Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ja. Geil. Ich habe heute die Ehre, den dritten Teil von unseren Fragen an einen Jungen zu drehen. Und Samira, die Samira sitzt grinsend hinter der Kamera und bekommt sich nicht mehr, weil ich so ein Clown bin. Bin ich eine? Nee. Bitte reib mich nicht irgendwo rein mit welchen Fragen. Genau, das wollte ich jetzt gerade mit der ersten Frage tun. Schaust du anderen Mädels manchmal hinterher? Ja, klar. Ja, das ist ein natürlicher Trieb des Mannes. Man muss immer nach Jagdausschau halten, auch wenn man übersättigt ist. Nein. Ich glaube, man schaut schon anderen Frauen hinterher. Du schaust doch auch anderen Männern hinterher, oder? Nee, ich würde mich nicht umdrehen, um denen hinterher zu schauen. Ja, das ist wieder was anderes. Das heißt ja hinterher schauen. Ach so, okay. Nee, dann würde ich nicht wirklich sagen. Also nur, wenn jetzt meine Jungs zum Beispiel sagen, so, hey, guck mal da, guck die mal an und so, dann würde ich schon mal gucken, aber so in erster Linie würde ich sagen, dass man auch unterbewusst das bisschen, also eigentlich überhaupt nicht mehr macht. Ja, du kannst ausziehen. Machen Jungs manchmal Schluss, weil sie Angst haben, was zu verpassen? Ja, also gibt bestimmt ein paar Jungs, die das machen. Ich glaube vor allem, wenn man dann zum Beispiel mit der Schule fertig ist, in eine neue Stadt zieht. Und gerade als Student haben da bestimmt viele das Gefühl, dass wenn sie in einer Beziehung sind, dass sie da was verpassen würden. Also ich bei mir selber überhaupt nicht, weil ich finde, dass man nichts verpasst dadurch, dass man in einer Beziehung ist, sondern eher mehr erlebt, als wenn man erleben würde, als wenn man alleine wäre. Also ich finde, eine Beziehung gibt einem ja einfach viel mehr, wie wenn man Single ist und da viel jeder Party unterwegs ist, um zu gucken, was man heute abbekommt oder so. Woran erkennt man, dass ein Junge einen mag beim Chatten? Also beim Schreiben? Ich glaube, das ist für Jungs eigentlich relativ gleich wie bei Mädchen, wenn man jetzt zum Beispiel... Also ich finde, man merkt immer, wenn man mit jemandem schreibt und derjenige schreibt schnell zurück und so oder guckt öfter auf dein Handy. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, wenn ich jemanden mag oder Interesse an einem Mädchen habe, dann weiß ich von mir aus auch selber, dass ich öfter auf mein Handy schaue, dann dass ich immer gucke, ob die geschrieben hat und so und dann antworte ich auch gleich. Bei dir war das so zum Beispiel, da habe ich immer auf mein Handy geguckt, habe schnell geantwortet und du hast mich absichtlich zappeln lassen, obwohl du genau gelesen hast, dass ich eine neue Nachricht geschrieben habe. Ja, richtig. Gar nicht. Mehr. Lieber ein schlichter oder lieber ein extravaganter Kleidungsstil bei Mädchen? Ich glaube, also bei mir persönlich ist jetzt so, ich würde sagen, eher ein extravaganter Kleidungsstil. Und ich glaube auch, dass die Mehrheit von den Jungs jetzt eher darauf steht, wenn Frauen viel Wert auf ihr Äußerliches geben, viel Wert auf ihren Klamottenstil legen. Also würde ich jetzt von mir selber behaupten, dass ich dann eher extravagant. Was sind No-Gos bei Frauen? No-Gos? Also so mega, mega zicke und so mega tussi, das wäre nicht mein, glaube ich. Haha, da lacht jemand, ha? Nein, das wäre mega anstrengend und ich glaube, das hält keiner aus. Also es ist überhaupt auf jeden Fall kein No-Go, wenn eine Frau einen Mann anspricht. Dass wir das hier mal an der Stelle ansprechen, ja? Dass wir mal mit dem Mythos aufräumen. Das ist nämlich völliger Schwachsinn. Wird das Interesse nach der Zeit weniger bei Jungs? An der Freundin, oder wie? Ich denke mal. Nee, überhaupt nicht. Warum? Kann also, es ist ja normal, dass dann gewisse Dinge eher Routine werden, Alltag werden und so, aber das Interesse wird überhaupt nicht klein. Man freut sich ja trotzdem, den anderen jedes Mal zu sehen. Ich freue mich trotzdem jedes Mal abends noch, wenn ich hierher komme. Also würde ich überhaupt nicht sagen, dass das Interesse kleiner wird. Wieso schreibt ihr oft erst nach ein paar Stunden zurück, obwohl ihr nichts macht? Am Anfang, wenn man sich kennenlernt. Vielleicht versuchen viele Jungs den weiblichen Trick anzuwenden. Erstmal so blockieren, so ein bisschen auf Abstand gehen, damit man, wie sagt man das, damit man Interesse erzeugt oder so. Auf welche Party-Outfits steht ihr bei Girls? Party-Outfits. Ich finde jetzt zum Beispiel bei dir diese schwarz-weiß karierte Leggings, die, weiß nicht, ich finde es keine richtige Leggings, keine Ahnung. Und so, ja, normal allgemein so
Tops und, also ich finde, zum Party machen, das ist eher so, es steht eher im Hintergrund, dass es so stylisch ist und im Vordergrund eher so, dass es halt gut aussieht, dass so, also auch so bauchfreie Tops oder sowas findet ja jeder gut. Kann mir ja kein Junge erzählen, dass er es nicht gut finden würde. Wo oder was ist das perfekte erste Date? Das perfekte erste Date muss ja noch so ein bisschen Abstand sein, nicht so direkt so ein Date, weißt du, sondern eher so ein lockeres Date, würde ich jetzt sagen. Deswegen würde ich sagen, das perfekte erste Date wäre so vielleicht in einer Bar, in der man sich gut versteht. Also auf jeden Fall nicht in irgendeinem Club, weil da kann man nicht miteinander reden. Sondern in einer Bar, wo es jetzt nicht so laut ist, wo vielleicht Musik läuft, aber nicht so laut. Und wo man sich noch gemütlich unterhalten kann. Essen gehen ist auch immer ein bisschen problematisch. Zumindest halt, finde ich, wenn man sich gegenüber sitzt. Ja, genau. Wenn man so nebeneinander sitzt, dann finde ich es noch okay. Ja. Aber so gegenüber, ich finde es sowieso unangenehm, vor fremden Menschen zu essen. Ja, genau, das ist nämlich das Problem beim ersten Date, wenn man da was essen geht, dann achtet man schon irgendwie unbewusst darauf, dass einem beim Essen nicht irgendwie was Dummes passiert oder so. Und deswegen, dann guckst du dir halt auch direkt die ganze Zeit in die Augen. Deswegen würde ich sagen, das perfekte erste Date ist in der Bar. Man sitzt an der Bar nebeneinander und kann sich aber noch gut unterhalten. Wie stehen Jungs zu Schönheits-OPs und fällt ihnen sowas überhaupt auf? Ja, also ich glaube, dass es auf jeden Fall auffällt. Wenn jetzt jemand, also gut, da kommt es natürlich auch immer drauf an, aber zum Beispiel das typische Beispiel aufgespritzte Lippen oder gemachte Brüste erkennt ja jeder normal. Aber zum Beispiel, wenn man sich da Teile davon entfernen lässt, dann merkt man das ja nicht, weil da keine Narbe entfernt bleibt und da bleibt. Und das merkt man ja nur, wenn man vorher-nachher Bilder sieht meistens. Und wie stehen Jungs zur Schönheits-OPs? Also, ja, das ist auch immer so eine Sache. Ich finde, wenn das Wichtigste ist, dass der Person gefällt, die das machen lässt. Und ich würde jetzt sagen, ich hätte da überhaupt kein Problem damit, wenn jemand das machen möchte, kann er das gerne machen. Und also ist jetzt nicht so, dass ich das generell ablehne oder so. Warum machen sich Jungs über alles weniger Gedanken als Mädchen? Das stimmt, glaube ich, echt, gell? Ja. Ja. Vielleicht ist es genetisch bedingt. Manchmal müssen Frauen, glaube ich, einfach ein bisschen lernen zu chillen und so. Früher habe ich voll viel über Sachen nachgedacht, aber mittlerweile denke ich mir immer nur so, ja, so what. Vergleicht ihr euch mit anderen Jungs, also so wie wir Mädchen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du einen Jungen siehst und sagst so, dass du dir dann halt auch auffällt, so voll der coole Kleidungsstil hätte ich auch voll gern oder sieht voll gut aus. Okay. Ja, aber ich glaube, das machen Jungs generell schon weniger als Mädchen. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn es um Klamotten geht oder so. Was finden Jungs an Mädchen doof? So allgemein, was Jungs an Mädchen doof ist, natürlich zum Beispiel, wenn samstags Fußball kommt und ihr da keinen Bock drauf habt. Guckst du ja auch manchmal Basketball, auch wenn ich schon lange nicht. Ich schaue allgemein viel mit dir, jetzt sei mal ehrlich, Schatz. Ja? Letzte Woche habe ich dann halt viermal in der Woche was schauen müssen, da wurde es mir dann halt zu viel. Da hat's dann mal gereicht. Ja, ist so. Wieso müssen sich Jungs unbedingt erst immer ausleben, bevor sie bei einer Partnerin bleiben? Bei Jungs ist es, glaube ich, das liegt, glaube ich, vor allem an den Gesprächen, die Jungs untereinander führen. Und viele Jungs fühlen sich halt cool, wenn sie vor ihren Freunden behaupten können, ich hatte schon so und so viele und was weiß ich was. Obwohl man vielleicht auch weiß, dass es überhaupt nicht stimmt. Ja, Grüße gehen raus. Nein, schon. Und das ist, glaube ich, das Hauptding, dass die Gespräche in der Jungs da. Ab wann ist Eifersucht okay? Wann ist Eifersucht okay? Also Eifersucht ist okay, finde ich, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass man tatsächlich was mit jetzt zum Beispiel einer Freundin oder so, wenn man mit der was essen geht, wenn man mit der in eine Bar geht oder so. Also ich fände es zum Beispiel bei dir blöd, wenn du mit einem anderen Jungen dich mit dem treffen würdest und zusammen in eine Bar gehen würdest, nur ihr beide, weißt? Dann finde ich es komisch. Ja, und allgemein, wenn man jetzt weiß, dass man nur was mit einer Person macht, zum Beispiel weil man das für die Uni braucht oder was weiß ich, dann ist ja voll in Ordnung. Genau. Ist es für Jungen schwierig, Fehler zuzugeben? Da nickt mir jemand hinter der Kamera zu und will mich manipulieren hier. Nein, ich möchte nur, dass du deine Ehrlichkeit erkennst. Okay, also für Jungs ist es überhaupt nicht schwer. Ich könnte es eigentlich relativ leicht zugeben. Ich habe persönlich damit überhaupt kein Problem.
wenn ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Kleine Anekdote, Jonas hat letztens nicht geschafft, in eine Parklücke einzuparken. Ich wollte ihm nur helfen. Er hat gesagt, ich nerv ihn. Und er hat nicht eingesehen, dass das nicht so angebracht war. Ich wollte ihm nur helfen beim Einparken, habe gesagt, schlag ein, dann fahr geradeaus und dann schlag wieder in die andere Richtung. Nerv jetzt nicht. Gut, der Ton war jetzt schon ein bisschen anders, ne? Nee. Als damals, doch, doch. Also ist überhaupt kein Problem. Also wie ihr seht, er sieht Fehler zugeben ist kein Problem. Give me five, bro! Oh. Good job! So, meine Lieben, meine Süßen, meine Kätzchen. Ja. Meine Golden Retriever Babys. Oh. Das war's auch schon wieder von diesem wunderschönen Model. Dummkopf. Wir hoffen, dass auch der dritte Teil von diesen Videos euch gefallen hat. Falls ihr die anderen zwei noch nicht gesehen habt, die anderen zwei Teile werden wir euch in die Infobox mal verlinken. Gell? Genau, und dann sagst du noch tschö, ne? Tschö. Mit Ö.